Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Ja, genau so sieht das Innere eines Zuges aus. Genau so sieht der Motor aus eines Zuges. Und der muss irgendwie zerstört werden. Wir haben durch Glück jetzt oben aus dieser Leitung haben wir ein bisschen Anima rausgezogen. Ich hoffe, dass das ausreicht, wenn wir das... warte mal. Ich wollte erstmal den hier wieder umbasteln, dass der nämlich wieder so umgeht. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber anders geht es, glaube ich, gar nicht, ne? So ist beides aus. Dann machen wir das mal so. Ich probiere das mal so, vielleicht geht es ja. Weil, pass auf. Wenn ich hier auf Tagebuch gehe, dann sehen wir hier halt Symbole. Ein Viertel leuchtet. Die, die komischen Kolben müssen da hin zeigen. Anima muss aufgefüllt werden in dem Ding. In dem, was, ne? Was wir da ewig aufgefüllt haben. Und müssen beide oben stehen? Aber geht ja gar nicht, ne? Oder Moment. Ist der? Ich probiere das mal so einfach. Dann fülle ich den hier auf. Huch, was ist nun passiert? Achso, wollte gerade sagen. Gar nichts. Aber doch. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Okay, der ist aufgefüllt. Ah, mein AK ist nicht aufgeladen. Stimmt, ich kann das Ding nicht drehen, wenn ich kein Anima habe. Ich probiere das mal so aus mit der Notbremse. So. Und nichts passiert. Ich frage mich bloß, warum nicht? Was kann ich denn sonst noch machen da? Das muss vom Viertel aufgeladen sein? Hä? Geht gar nicht mehr, ne? Doch, geht. Kann ich auch nur ein bisschen ziehen? Ne, dann zieht es ja immer gleich komplett, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach komm, Leute, hilft mir doch mal. Den AK ist ja auch wieder an. Ich glaube, ich muss mein Dings hier wieder aufladen. Ne? Ja, ich weiß. Tit und Tit kann ich. Müssen da oben beide rausgucken? Oder warte mal. So, Leiter hoch. Ich glaube, ich muss mir erstmal ein neues Anima holen. Zack und zack und. Nein! Oh, ich bin zu langsam. Jetzt. So, ist wieder voll. Warte mal, kann ich hier irgendwas machen? Hier geht gar nichts. Ich kann hier gar nichts machen. Okay, nur wenn ich drinne bin. Guck mal, den da oben könnte ich jetzt nochmal holen, aber geht gar nicht, weil hier unten sind die Kanister und ich hätte gerne die Kanister reingepackt. Okay. Den nochmal. Hallo, ich bin noch innerhalb der Reichweite. Hallo, nimm dir doch mal raus da. Jetzt. Alles klar. Ein Kanister ist voll, warte mal. Welcher war denn noch voll? Der hier, ne? So, haben wir wieder zwei Kanister voll. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das geht. Man könnte den... Den kann man nur entweder auf den oder auf den umstellen. Wenn wir jetzt aber hier reingucken, dann ist der eine voll draußen und der andere zur Hälfte. Ich weiß aber nicht, warum. Und hier
für die Lampen leuchten, ist bloß zum Viertel. Also leuchtet dann halt immer bloß zum Viertel, ne? Und die Dinger, die müssen dahin zeigen, glaube ich. Die drei Kolben. Und der Kanister muss voll sein. Den Motor zerstören, wie der Schaffner es formuliert hat. Sein Heldenhaft, okay, ja. Gut, einmal Animanimiker. So, nee. Weiter. Jetzt, genau, das ist für mich. Dann geht's erstmal wieder runter. Ich muss mir irgendwie einen Plan machen. Gucken, was überhaupt alles so geht und was nicht geht, weißt du? Guck mal, die beiden sind wieder voll. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Wenn ich das so mache. Oh, dann ist der ja so schon fast überhitzt. Achtet, da oben sind die Lüftungen oder was, dass der überhaupt belüftet wird, damit er nicht überhitzt. Oder sehe ich das verkehrt? Oder dass er hier. Ja, okay, dann versuche ich das mal so. Ohne, dass der irgendwie. Dann haben wir keinen Kreislauf, ne? Anima-Kreislauf? Brauchen wir sowas überhaupt? Ich guck mal, ich lade den erstmal auf hier. So, und jetzt kommt jetzt. Nee, komm, hier. Zack. Und hier lang. Guck mal, der ist ja so schon fast kaputt. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt haben wir. Oh Gott, ich muss den einfach nur blockieren. Und dann geht der Motor kaputt. Denn, also dann geht er halt auch nicht weiter, ne? Logischerweise. Wenn der Motor kaputt ist, dann bleibt er stehen irgendwann. Alles glüht, alles raucht, alles funkt, wie man da vorne sehen kann. Und ich selber sterbe in diesem Zug. Spiel zu Ende. Niemand verlässt den Zug. Aha, ich bin draußen. Komm, ich guck mal, ob die anderen sicher sind. Ich komme gar nicht weiter, guck. Hier guckt mal einer an. Wow, Enforcer! You stopped the runaway train! Stop shouting and focus. Der kann nicht anders als schreien. Madam Enforcer, Deputy Amp, at your service. What an honor. We've all heard the stories. Wo ist der Rebellenzug? Where is it? It's downstairs on track 4. Chief Inspector Magnum is searching it for evidence. I'll go speak with him. If you need anything, I'll be at the transfer pump. The rebels blew it up this morning, and this Chief Inspector wants me to give it a thorough search. Can you believe that? My first big case! Remember what I said about focusing? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Ja, alles klar, wird nochmal gespeichert. Nee, ich kann hier nochmal reingucken. Ah, alles klar. So, der Bahnhof war wegen des Rebellenangriffs heute Morgen bereits abgeriegelt, als ich ankam. Das sollte das Sicherstellen von Beweisen erleichtern. Der Rebellenzug ist unten auf Gleis 4 eingefahren. Chefinspektor Magnum ist auch dort. Ich brauche einen Lagebericht von ihm und muss dabei helfen, die Rebellen zu identifizieren. Sie können nicht weit gekommen sein. Okay, hier noch was? Nee, nix. Gut. Okay, also zu Gleis 4 runter. Ja, ich brauche unbedingt noch Dings hier, wegen meiner Flügel. Die gehen halt nur, wenn an ist, ne? Track 1, Track 4, Balkoni. Komm, wir gehen, machen Urlaub auf Balkonien. Kann man hier irgendwas sehen? Schwierig. We don't have all day. Yes, Chief Inspector. At once. The crime scene is temporary. You won't last long in the field if you don't move quickly. Na, ah, der ist schon leer, ne? Der. Every last scrap of evidence. Get to work. Yes, sir. I'm documenting. Der ist schon leer, der Rebellenzug. Ja, dann kommen wir da glaube ich auch nicht weiter. Selbst wenn wir da unten sind, wir haben da keine andere Wahl. Na komm, kannst nicht schneller laufen. Meine Güte. Hier auf dem Dings runterrutschen. Take a photo of this. Maybe freshly ground coffee from the rebel grinder. I'm on it, sir. Das ist Track Nummer 4. War das hier? Nee, doch hier.
Oh, eine Pistole. Warum kann ich nicht quatschen mit denen? Chief Inspector? What? I'm in the middle of a... Madam Enforcer, you're here. Wie ist der Status? Give me a status report, Chief Inspector Magnum. You called me Magnum? The Enforcer's here and she knows my name. And I'm in a hurry, Inspector. I need to know... So, how many rebels have you distilled today? Inspector, we don't... But you took down a few of them, didn't you? Business as usual, huh? Can I try that grim glove of yours? The Arca is not a toy. Exactly. It's a weapon. Your weapon. The legendary Arca. How many forgotlings have felt the rage of the Enforcer through that? Zu viel, um sie zu zählen. Statusbericht, los. Ich glaube, das ist am wichtigsten, ne? Dass wir jetzt eben überhaupt die... finden. Every moment we waste, the rebels get further away. You think I'm wasting your time? You're right, of course, Madam Enforcer. We'd better waste rebels instead of time. Let me tell you what happened. This morning, sheer chaos, of course. I even had to discharge a couple of rounds. After things calmed down, I started documenting everything. No piece of evidence is too small. Anything else? Yeah. During the attack this morning, I heard someone take orders from a tall forgotling with a blonde wig. I think they called him Fig. Fig. Doesn't ring a bell. Could it be the leader of the attack? Who knows how those rebels organize themselves? I wouldn't be surprised if they didn't have a leader at all. At least we have a name to go on. Good work, Chief Inspector. And I've got a surprise for you. A surprise? Really? I personally arrested one of them. Yes, it wasn't easy, but I caught a rebel. You're sure it's a rebel? I can smell it. I need to question him. I already tried, but I'm sure he'll talk to the Great Enforcer. Although, your case would be stronger if we had some evidence against him. You caught the rebel near the transfer pump, right? I'll take a look there myself. It's an honor working with you, madam. I'll be back if I find anything. Hauptsache, Inspektor Magnum. Okay, gut. Er hat einen gefangen. Vorne im Waggon. Ah, das haben wir im Intro gesehen, ne? Den Typen hier unten mit seiner Augenklappe und der Zigarre. Was ist denn eine Tanksäule? Ich kann ja mal runtergehen zu ihm. Auf jeden Fall sind die da rein, haben wir auf jeden Fall gesehen. Zwei so eine Leute sind wir da rein. Also war der Hauptbahnhof hier, ne? Ich quatsch mal mit ihm, mal sehen, was er sagt. Da lang bitte. So. What's behind that door? I'm the Enforcer. Step aside. Right. Soll ich den fertig machen? Kann ich doch nicht einfach machen. Warum lässt er mich nicht rein? Ich sollte den Vergessenen nicht destillieren. Warum nicht? Kannst du mir das beantworten? Aber der redet doch gar nicht mit mir. Komm, lass mich rein da. What's behind that door? I'm the Enforcer. Step aside. Right. Plomplom. Der gute Freund heißt Plomplom. Oh, was haben wir hier? Eine Tatwaffe. Nein, ein Erinnerungsstück. Ich wollte gerade da raufklicken. Hallo, warum geht's nicht? Achso, da. Oh, was ist das? Nein, was soll das sein überhaupt? Ein Häkchen. Blitz, you dimwit. Make yourself useful. I am. I found some scratch marks over here. I just need to take a photo. Don't talk back. Yes, sir. I mean, no, sir. I can have you working at the plant by tomorrow. I know. Sorry, sir. I'm doing my best. And what about documenting the footprints too? Oh, moin. Sind wir nicht schon begegnet? Ah ja, hat er ja gesagt, ne? You searched this place for evidence? I did. I mean, I searched it pretty good. Uh-huh. I'm gonna take a look. Achso, ja, darf ich da rein? Ich hoffe. Selbstverständlich darf ich da rein. Ich wollte eigentlich vorher nochmal nach rechts gehen, aber ist okay. Hier komme ich nicht weiter. Hier kann ich aber runter. Was haben wir denn da? Aber da kann ich jetzt gar nicht zugreifen, ne? Doch jetzt. Okay, wenn ich den um, dann geht das so, dann geht das so. Ach, ich muss erst aufladen. Stimmt.
Ich vergesse das immer wieder. Das ist eigentlich fast selbstverständlich für mich. Hier ist ja so ein Ding. Dankeschön. So, dann wollen wir mal. Der wird so. Dann müsste das mit dem Hebel da drüben irgendwas passieren. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas wird da passieren. Wahrscheinlich die Brücke. Ich guck mal. Alles klar, da drüben ist was kaputt. Ach, das ist noch ein Hebel dran, ne? Aber der ist kaputt, ne? Der wungoniert ja gar nicht mehr. Okay, dann schalte ich mal um, da oben. Vielleicht muss von dieser Seite da eine Brücke raus. Ich weiß nicht genau. So, genau so, das habe ich mir gedacht. Alles klar. So, mit der Leiter komme ich da hoch und dann gehe ich da lang. Keine Ahnung, was da auf mich wartet, aber ich gehe da einfach mal hin. Fragezeichen. Hier sind überall Glassplitter. Und Fußspuren. Vergessene hinterlassen immer Spuren. Ja, aber ich komme da nicht rein, oder was? Mir ist das nicht. Und hui. Alles klar, hier komme ich nicht durch, wa? Ich muss dieses Tor öffnen. Ja, das musst du. Alles klar, wie machen wir das aber am besten? Den kann ich umleiten. Da oben kann ich noch irgendwas... Auf jeden Fall brauche ich Energie hier. Hallo, ich will den umstellen. Warum geht das nicht? Jetzt geht's, alles klar. Also ich muss immer nah genug dran sein. Zu sehen ist mehr, als zur Verfügung ist, so wie es aussieht. Deswegen kann ich halt nicht mehr machen, als ich mal sehe. Ja, und... Weiß, was ich meine. Oh nein, dann komme ich da gar nicht mehr hoch. Da muss ich das von oben machen. Okay, dann machen wir das nochmal. So, Leiter wieder her hier. Und zwar auf der Stelle. So, dann lass mal hoch. Obwohl, ich kann eigentlich hochhüpfen, ne? Ah, nee, so weit hoch komme ich gar nicht. So, einmal hier rein. Dann komme ich da noch an? Nee, komme ich nicht. Da muss ich noch ein Stück weiter rüber. Jetzt aber. So, einmal das. Dann. Warte mal, den muss ich vorher. So. Und der wird gefüllt. Dann müsste die Tür aufgehen. Genau, und da kann ich dann nämlich runter und dann durch. Sehr gut. Hey, ich komme da nicht durch? Warum nicht? Achso, doch, ich komme doch durch. So, was haben wir hier Schönes? Da drüben brauchen wir noch wieder Anima. Aber das ist leer. Wenn ich jetzt aber den Hebel umstelle... Achso, ich komme hier hoch. Ah, sehr gut. Ich habe aber kein Anima mehr. Komme ich da oben ran? Nee, komme ich nicht. Und den kann ich nie umstellen, weil mein Arkan nicht aufgeladen ist. Ich komme hier gar nicht rüber, ne? Doch, geht. Aber hier geht es halt auch nicht weiter. Ich brauche hier Energie. Moment. Ich müsste mir erstmal Energie holen. Aber das Problem ist... Ich glaube, so hoch kann ich gar nicht hüpfen. Ne, so hoch kann ich gar nicht springen. Das ist zu weit oben. Wenn ich jetzt aber umschalte, dann geht das Dings nicht mehr. Aber eigentlich doch, ne? Dann nehme ich mir das von hier. Dann kann ich nämlich jetzt hier rüber. Und... Dann kann ich mir das da oben rausnehmen. Warte mal, mache ich nämlich auch... Nee, geht gar nicht. Wenn ich den nämlich jetzt... Hä? Was soll denn dies? Dies, was soll denn dies? Der muss so, glaube ich. Dann geht aber die Tür wieder zu. So, und jetzt... Ui. Okay, und hier muss rein. Den da oben kann ich sowieso nicht umstellen. Also lasse ich das. Pack mal hier alles rein. Gucken, was passiert. Okay. Mist, es muss noch einen anderen Weg nach draußen geben. Ja. Was ist jetzt überhaupt passiert? Achso, da oben. Der ist jetzt... bleibt der jetzt da oben? Ich weiß es nicht genau.
Nehme ich mir den hier wieder raus? Dann kommt der hier wieder runter. Ah, ich habe eine Idee. Ich stelle mich hier rein und dann geht das. Und dann fährt er mich hoch. Nee, warte halt. So, einmal rüber, zack. Dann kriege ich das nicht mal raus dann. Keine Ahnung, mal gucken. Doch, ist noch in Reichweite. Sehr gut, was stelle ich denn um? Also der muss... Ah, ich brauche wieder Scheiß. Ah, verdammt, was machen wir da? Ohne wird das ja nichts, das ist das Problem. Oder ich nehme das von hier drüben. Wenn ich da rüberkomme, heißt das. Ah ne, falsche Taste. Ups. Taste. Vor allem Taste, ne? Ich spiele hier mit dem Touchpad. Hopp. Und hopp. Sehr schön. Aber wenn ich den jetzt rausnehme, hä, dann geht das doch wieder. Ne, ach, geht ja gar nicht. Ich wollte gerade den Schalter umschalten. Muss ich da oben sitzen bleiben? Nee, ne? Okay, so ist gut, so ist gut. Hopp. Nein! Oh, verdammt, jetzt komme ich da... Doch, ich komme noch hoch, alles klar. Immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. So, einmal hopp. Nein, du sollst springen, wenn ich auf dem Bildschirm tippe. Hä, was macht ihr denn? Hopp. Hoch. Mit Anlauf. Und hopp. Nein, nicht so weit. Genau, oben bleiben. So, alles klar. Wie machen wir das jetzt am besten? Auf jeden Fall muss der umgeschalten werden auf so. Denn braucht der da hinten wieder Saft, also der auf der linken Seite. Damit nämlich da oben rechts unten was aktiviert wird, glaube ich. Ich probiere das nochmal aus und dann beenden wir die Folge, weil wir haben nämlich schon wieder, ja, viel zu viel. Da drüben komme ich aber noch gar nicht hin, deswegen muss ich erstmal... Ja, deswegen muss ich erstmal rüberlaufen, kurz. So. Bleib ich denn hier drauf stehen? Ja, ne? Ja. So, jetzt ist es offen. Sehr gut. Oh, da ist irgendwas. Was hängt denn da? Irgendwas hängt da, aber ich weiß nicht was. Nee, ich wollte hier einfach nur rüber. So, ich hoffe, ich komme da rüber, ey. Ohne Dings. Irgendwas ist runtergefallen. Fragt mit sich nur was. Ich will da aber trotzdem rein. Soll ich da nochmal runter kurz? Warte. Der Sache gehe ich auf den Grund. Aber in der nächsten Folge. Deswegen schönen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.